Ich war zuletzt vor 13 Jahren in Kirgisien und habe dann vor einigen Monaten eine Einladung aus dem Land bekommen, weil ich früher in verschiedenen Programmen war, unter anderem in einem Stipendiatenprogramm. Und die damaligen Studenten sind dort heute gewachsene Männer geworden. Der eine ist ein Regisseur, der andere ist ein Manager in einem Unternehmen. Und ich habe diese Einladung dann als Anlass gesehen, um auch die Idee des Haussofans bzw. das Projekt dort zu vorstellen, weil das ein Land ist, Kirgisien, multiethnisch und multireligiös geprägt. Und ich glaube, die Idee von Haussofan ist auch für das Land, für seine Gegenwart und Zukunft von Bedeutung. Eine Frage war, ob man hier die Religionen miteinander vermischen würde. Und wir stehen ja als Haussofan für einen Dialog in drei Ebenen. Das heißt also, nicht die religiösen Inhalte werden miteinander vermischt, sondern gerade die Eigenart der Religiösen bewahrt ja auch die Architektur. Und es ist ein Dialog vorgesehen, ein innerkonfessioneller Dialog der Religionsgruppen selbst und dann eben der interreligiöse Dialog und dann aber auch das Angebot an die Gesellschaft, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und Kirgisien ist durch die Prägung des Kommunismus ein Land, der sehr stark säkularisiert ist. Religion spielt seit 20, 30 Jahren, seit der Freiheit, eine wichtige Rolle. Aber die Gesellschaft an sich ist sehr säkular und sehr durch die Sowjetzeit geprägt. Daneben hatte ich aber auch viele Kontakte und Gespräche in Kirgisien. Ich habe zum Beispiel mit einem Geschäftsführer eines Unternehmerverbandes gesprochen, der sich für das Projekt Haussofan interessiert hat. Andere Einrichtungen waren zum Beispiel Schulen, die sich Gedanken darüber machen, wie man eine religiöse Ausbildung mit einer profanen Ausbildung in Einklang bringen kann. Und klar habe ich auch versucht, mit der Botschaft, deutschen Botschaft vor Ort Kontakt aufzunehmen, um erstens dort weitere Partner zu finden, mit denen man das Projekt weiterplanen kann, aber auch um zu informieren. An dem Abend war dann auch die Botschaftsvertreterin Frau Berg vor Ort bei der Veranstaltung am 27. Oktober. Und ich hatte die Möglichkeit, mit ihr ausführlich über das Projekt zu sprechen. Dieser Kontakt steht neben den anderen Kontakten, die man hat, um an der Idee Haussofan Richtung Kirgisien weiterzuarbeiten. Die nächste Herausforderung für uns Haussofan sein, auch mit den Theologen in Kirgisien in Dialog zu treten, denn das ist ja das Konzept, dass die Religionsvertreter so die Vorreiter spielen bei diesem Projekt. Insofern stehe ich jetzt nach der Rückreise im Kontakt mit den Kollegen, mit den Freunden, mit denen ich die Veranstaltung dort durchgeführt habe. Und wir arbeiten an der Idee, wie wir die nächsten Schritte umsetzen können, damit neben den Ländern, die wir schon in der Kooperation haben, wie Georgien, wie Schweiz und die Frankreich und mit Bosnien-Herzegowina sind wir ja auch im Gespräch, dass dann Kirgisien als das erste zentralasiatische Republik in unser Konzept Haussofan eingebunden werden können.